Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute am Montag zu einem ausführlichen Reading zur Energie des heute stattfindenden Vollmondes im Zeichen der Zwillinge. Ja, meine Lieben, es gibt ja heute ausnahmsweise keine Live-Session, sondern ich habe die Session gestern schon aufgezeichnet und sie gestern Abend auch verschickt. Vielleicht hast du es dir schon angesehen, dann werden dich diese Botschaften, insbesondere die Botschaft der Mondkarte, die ich heute Morgen schon für meine Morgen-Impulsreihe auf Facebook, Instagram und auf meinem WhatsApp-Kanal herausgemischt habe, nicht sonderlich überraschen, denn sie passt ganz, ganz wunderschön zu der Meditation, die ich gestern in der Session channeln durfte. Wie gesagt, ich habe das Video gestern Nachmittag schon aufgenommen und da haben wir eine ganz wunderschöne Meditation von und mit Erzengel Uriel empfangen dürfen zur Begegnung mit unserem höheren Selbst. Ich möchte jetzt aber auch noch nicht zu sehr vorgreifen oder zu viel verraten, denn die meisten von euch werden die Meditation und die Session sicher dann heute zum Vollmond zu Gemüte führen und da werdet ihr vielleicht ein bisschen an dieses Reading denken, ja, denn das passt alles wunderschön zusammen. Wenn du selbst noch Interesse an der Aufzeichnung hast, dann schreibe mir gerne, ich kann die dir per E-Mail schicken, also das Video der gesamten Session bekommst du von mir. Wenn du mir eine Nachricht schreibst, dann teile ich dir alle Infos mit. Ja, meine Liebe, welche Karte hat sich denn heute zeigen wollen, heute Morgen? Eine Karte, die ist, glaube ich, tatsächlich aus diesem Deck noch nie gesprungen. Hier geht es nämlich um die Mondfarben Silber, Blau, Weiß und Türkis, die verantwortlich dafür sind, dass die Energie zu fließen beginnt. Und hier auf der Karte heißt es, die Farben des Mondes führen dich zur sprudelnden Quelle allen Seins. Und gerade dieser Vergleich mit der sprudelnden Quelle, ja, ist dir mit Sicherheit dann in Erinnerung, wenn du die Session anschaust. Denn was ich hier fühle, ist, dass diese Karte sehr, sehr passend zu der Energie, die ich euch ja schon letzte Woche in meinen Videos mitgeteilt habe, so wie ich sie wahrnehme, passt diese Karte sehr gut dazu. Denn wir dürfen uns jetzt in dieser Zeit wirklich immer wieder rückverbinden mit unserer eigenen Weisheit, mit dem Teil in uns, der sozusagen unserem höheren Selbst entspricht. Ja, dieser Begriff höheres Selbst ist manchmal so ein bisschen schwer zu erklären. Was ist das eigentlich? Ist das jetzt die Seele oder ist das ein Geistführer? Nein, das höhere Selbst, das sind im Prinzip wir, ja. Denn wir kommen ja alle aus der göttlichen Quelle. Wir haben alle diesen göttlichen Funken in uns. Und diese Seelenessenz, so kann man es vielleicht als Umschreibung ein bisschen verwenden, diese Seelenessenz, das höhere Selbst, ist letztendlich ein Sammelsurium, ja, von allen Weisheiten, Erkenntnissen und Erfahrungen, die wir als Seele im Laufe unserer Inkarnationszyklen machen. Und deswegen finde ich das hier so schön, dass die Farben, ja, dieses Vollmondes dich zu der Quelle allen Seins führen möchten. Und die sprudelt in dir. Ja, letztendlich sind wir die Quelle allen Seins. Wir sind aus dem göttlichen Funken sozusagen entstanden. Ja, wir kommen aus diesem wundervollen Ort, an dem es nichts als Licht und Liebe gibt. Wir schlüpfen dann hier auf Erden in unseren Körper, um die Inkarnation sozusagen zu verbringen hier auf der Erde und Erfahrungen als menschliches Wesen zu machen. Aber wir können uns jederzeit rückverbinden mit unserem göttlichen Kern. Ja, und dieser göttliche Kern ist in jedem von uns. Deswegen fand ich diese Karte wirklich sehr, sehr passend zu dem, was ich letzte Woche auch schon so wahrgenommen hatte, zu dieser Zwillingsvollmondenergie. Ja, ich hatte ja ein paar Mal gesagt, mir kommt es so vor,
als würde da in meinem Kopf ein Bild entstehen. Der eine Zwilling, das sind wir, so wie wir uns wahrnehmen, so wie wir uns sehen, wenn wir in den Spiegel schauen. Und unser Zwilling sozusagen, also der andere Teil, ist genau dieses höhere Selbst, diese weise Frau in uns oder dieser weise Mann in uns, ja, der uns letztendlich zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. Wir können jederzeit Zugang haben zu dieser Quelle und in der Vollmond-Session, in der Meditation, da habe ich eben darum gebeten, dass wir diesem höheren Selbst begegnen, dass wir es dann ab dem Moment, wo wir ihm begegnet sind, auch nicht mehr wieder verlieren. Ja, wir können es dann integrieren und es ist, ja, kann ich nur schon ein bisschen vorweg vielleicht nehmen, es ist eine wunderschöne Meditation geworden und ich war selbst wirklich sehr berührt davon, von dieser Begegnung. Ja, meine Lieben, ich habe jetzt Folgendes gemacht, heute mal ein bisschen was anderes. Ich habe zu dieser Vollmondenergie 3 Karten aus den Weisheitskarten für Lebensentscheidungen gebeten mit der Frage, welche Themen bringt uns dieser Vollmond quasi auf den Tisch. Dann habe ich jede dieser Weisheitskarten mit einer Karte aus dem Licht- und Schattentarot geklärt und diese Kombination dann nochmal mit einer Lenormand-Karte aus dem Mondnacht-Lenormand. Und zum Schluss habe ich hier noch eine Chakra-Weisheitskarte für uns. Da habe ich einfach mal gefragt, welches Chakra dürfen wir denn jetzt besonders mit Energie versorgen um diesen Vollmond herum. Wir legen mal los mit der ersten Weisheitskarte. Da fiel die Karte Weggabelung. Ja, viele Menschen stehen derzeit an Weggabelungen ihres Lebens. Ja, und zwar vor allem dann, und dann nehme ich gleich mal die Tarotkarte dazu, wenn wir spüren, dass uns etwas belastet, dass wir uns eventuell für einen Weg entscheiden wollen, ja, der leichter geht. Denn die 10 Stäbe, die hier dazu gefallen sind, die stehen für eine Last, die die Seele aber ablegen möchte. Die 10er-Karten im Tarot sind Vollendungskarten. Das bedeutet immer, dass ich einen Zyklus schließen darf. Das hatten wir ja auch so ein paar Mal in den letzten Readings. Und möglicherweise beleuchtet dieser Vollmond auch nochmal ganz deutlich, ja, was dich belastet, welche Last du ablegen solltest, denn die Klärungskarte aus dem Mondnacht-Lenormand ist der Mond per se. Wenn in ein Mond-Reading der Mond fällt, dann ist das für mich immer die Bestätigung, dass diese Botschaft, zu der er fällt, beziehungsweise hier diese beiden Karten, die jetzt ja geklärt werden wollten, dass diese Energie größer wird, dass der Vollmond da sein Licht darauf scheint. Also wenn du dich jetzt in diesen Tagen ein bisschen vielleicht wie dieser Esel hier fühlst, ja, einfach sehr belastet und beladen, dann ist das ein Hinweis deiner Seele, ja, dass es für dich darum geht, einen neuen Weg, eine andere Richtung einzuschlagen. Das ist ja so ein bisschen Thema schon lange im Kollektiv und ich habe so das Gefühl, gerade jetzt zum Jahresende nimmt dieses Thema nochmal Fahrt auf, dass wir uns wirklich mal alle Bereiche unseres Lebens anschauen dürfen, um dann ja zu erkennen, wo geht es denn immer wieder schwer. Denn du darfst davon ausgehen, wenn ein Weg oder eine Tätigkeit, eine bestimmte Situation, das kann auch eine Beziehung sein, eine Freundschaft, ja, ganz gleich, was es für dich ist. Wenn es da immer wieder schwer geht, wenn du immer wieder das Gefühl hast, oh, jetzt kommt da schon wieder was, was ich mir so nicht vorgestellt habe, ja, oder wenn du das Gefühl hast, du musst dich bemühen, dass beispielsweise eine Beziehung aufrechterhalten wird, ja, oder du gehst einer Arbeit nach, wo du jeden Morgen denkst, oh nein, wäre es nur schon 17 oder 18 Uhr, dann könnte diese Last jetzt mit dem Vollmond wirklich nochmal ganz extrem drücken, ja? Und warum passiert das? Weil du dich dann fragen darfst, ist das tatsächlich noch mein Weg? Ja? Oder sollte ich vielleicht einen anderen einschlagen? Und da kommen wir schon zur zweiten Weisheitskarte,
Denn ein sehr probates Mittel ist es dann, wenn du vor einer solchen Situation stehst, mal den Beobachtungsposten einzunehmen. Wir sind ja selbst oftmals so in unsere Situationen verstrickt, ja, oder auch emotional involviert, dass es uns sehr schwer fällt, die Beobachterrolle einzunehmen. Ich habe das zwar in vielen Videos immer wieder als sehr wertvolles Tool empfohlen, dass man, wenn man nicht weiterkommt, ja, und dieser Esel hier mit der ganzen Last, der kommt schon bald nicht weiter, dass man dann wirklich sich mal aus der Situation rausbeamt, sozusagen von oben drauf schaut, um dann zu erkennen, was mache ich hier eigentlich? Ich weiß nicht, ob ihr so eine Situation kennt. Also ich kenne das sehr wohl, vor allem noch aus meiner langen Zeit, in der ich sehr in der Bedürftigkeit und in dem Mangel war bezüglich der Beziehung mit Micha. Ja, da habe ich ja lange Zeit diese Last gespürt und wusste auch, das tut mir alles nicht gut, ja. Aber in mir ist es auch letztlich nicht gelungen, mich zu lösen. Und da gab es dann schon die ein oder andere Freundin, ja, oder das ein oder andere Familienmitglied, das dann mal von außen drauf geguckt hat und hat mir dann mal sehr deutlich vor Augen gehalten, was ich eigentlich tue, ja, dass ich jahrelang darauf warte, dass sich ein Mann wieder für mich entscheidet, der ein nicht allzu schlechtes Leben mit einer anderen Frau in einem ganz anderen Land führt und den ich zweimal im Jahr sehe, wenn es hochkommt, ja. Und ich hielt mich da jahrelang in einer Warteposition auf, die ich selbst zwar rein kognitiv von meinem Verstand her schon so als solche erkannt habe, ja, aber mir ist es nicht gelungen, hinzufühlen, hinzuspüren, was ich mir da eigentlich für eine Last aufbürde und natürlich auch, wie mein Leben in der Zwischenzeit an mir vorbeiläuft. Und da rät dir diese Karte, wenn du auch vielleicht in so einer Situation bist, dich wirklich mal herauszubegeben. Und da ist natürlich die Methode mit dem höheren Selbst eine wundervolle Methode, denn, und das finde ich jetzt schon sehr erstaunlich, es wollte nämlich hier aus dem Tarot zur Klärung die Hohepriesterin fallen, und die könnte man schon ein bisschen als Synonym für das höhere Selbst betrachten, denn die Hohepriesterin ist unsere innere Stimme, unsere innere Weisheit. Ja, auch die Intuition kommt ja auch ganz oft aus unserem höheren Selbst, und deswegen fällt es uns manchmal auch so schwer, auf unsere Intuition zu hören, weil diese eben nicht immer im Gleichklang mit unseren Ego-Gedanken ist. Ja, also wenn wir nochmal auf meine Situation von damals zurückkommen, nur um es als Beispiel ein bisschen deutlicher zu machen, da war ich vom Verstand her zwar schon so weit, dass ich gesagt habe, eigentlich ist es verrückt, was ich hier mache, ja, aber es kamen immer wieder so selbstbestätigende Prophezeiungen, aber ich schaff's nicht, ich kann nicht loslassen und ich will wieder mit ihm zusammen sein, und dann die Schuldgefühle, weil ich ihn ja irgendwann mal verlassen hatte, ich will das alles rückgängig machen, ich will es wieder gut machen, ja, das ist alles Ego. Aber meine Intuition, und das war eindeutig meine innere Weisheit, ja, mein höheres Selbst, hat mir auch damals schon ganz oft gesagt, dass ich niemanden dazu zwingen kann, wieder zu mir zurückzukommen, ja, und dass er sich letztlich ja jeden Tag ganz bewusst für sein anderes Leben entscheidet, und dass es für mich, vor allem was natürlich auch die Selbstliebe betrifft, ja, die Liebe für mich, die Fürsorge für mich, die Wertschätzung für mich, ein absolutes Unding ist, hier in Deutschland zu sitzen und mir sehnsuchtsvolle Gedanken zu machen und mir irgendwelche Illusionen auszumalen, und er lebt aber ein Leben, das ganz okay ist, ja, mit einer anderen Frau, mit allem, was dazugehört. Und das meine ich, und das ist vielleicht jetzt gerade in dieser Vollmondenergie so wichtig, dass wir lernen, es gibt diese Instanz in uns, die uns in jeder Situation raten kann, was zu tun wäre, um
unserem Seelenweg im Sinne unserer eigenen Entwicklung zu folgen. Ich habe ganz genau gewusst, dass das nicht zu meiner Entwicklung beiträgt, was ich da eigentlich mache. Ja, aber ich war nicht so weit zu erspüren, dass es da in mir eine ganz, ganz weise Uli gibt, die der Uli, die in ihrer Bedürftigkeit und in ihrem Ego da saß, ja, einen wertvollen Rat geben kann. Nämlich aus der Liebe zu sich selbst heraus zu handeln, ihren Stolz wieder zu erkennen, auch zu sagen, Schuld in dem Sinne, ja, gibt es nicht und ich muss nichts wieder gut machen. Aber das habe ich lang nicht entdeckt, ja. Und deswegen, ja, freut es mich, dass dieses Thema durch den Vollmond so auf den Tisch kommt, denn das ist ja das Thema dieser Vollmond-Session jetzt auch gewesen. Und ich konnte da auch eben nochmal erzählen, wie mir dieses Tool, dieses psychologische Tool letztendlich, das ich vor vielen, vielen Jahren mal kennengelernt habe, geholfen hat, vor allem in diesem Loslassprozess, dass ich mich dann immer wieder gefragt habe, was würde jetzt denn diese weise Frau in mir, die im Prinzip aus der Liebe heraus handelt, die nicht bewertet, ja, dazu komme ich gleich noch, die einzig und allein aus einem Gefühl der Selbstachtung, aber auch des Respekts dem anderen gegenüber handelt. Aber ich habe das damals erstmal nicht erinnert, ja, denn kennengelernt habe ich dieses Tool schon, ich glaube, Anfang der 2000er, aber dass ich es dann wirklich angewandt habe, das war leider erst im Jahr 2019, ja, und in all den Jahren davor hätte ich es gebraucht. Und vielleicht, und das hoffe ich natürlich sehr, findet jetzt jemand von euch darin auch so ein tolles Handwerkszeug letztlich zur Selbstfindung und auch zur Steigerung des eigenen Wertes, wie ich es dann wieder ausgegraben habe im wahrsten Sinne des Wortes. Als Klärungskarten fiel hier das Buch. Da musste ich irgendwie sofort, als ich die Karte gesehen habe, an das Buch des Lebens denken. Denn das fällt ja hier als Klärungskarte zur Hohepriesterin und dem Beobachtungsposten. Also das heißt, wenn du in so einer verstrickten Situation bist, dann lohnt es sich sehr, wirklich dich rauszuziehen, von außen drauf zu schauen. Vielleicht, wenn es dir gelingt und du das so ein bisschen übst, aus den Augen deines höheren Selbst drauf zu schauen. Denn du hast mit deinem höheren Selbst im Prinzip dieses Lebensbuch in dir. Und da steht auch drin, was dann für dich zu tun ist. Ja, wir können uns das vielleicht gar nicht so vorstellen, wenn wir es nicht wirklich ausprobieren. Und deswegen ist das eine sehr schöne Methode, das in einer Meditation zu machen, weil wir in der Meditation ja schon an unser Unterbewusstsein herangeführt werden. Und dieses Wissen, dieses Urwissen, das da in uns verankert ist, das liegt ja in unserem Unbewussten. Denn sonst hätten wir es ja immer in unserem Kopf präsent. Aber gerade beispielsweise auch in der Hypnosetherapie, ja, ich bin ja auch Hypnosetherapeutin und da kommt man auch sehr, sehr gut ans Unterbewusstsein ran. Und es ist tatsächlich erstaunlich, dass dann beispielsweise in so einer Begegnung mit dem höheren Selbst im meditativen Zustand tatsächlich Botschaften aus diesem Lebensbuch ins Bewusstsein transportiert werden. Ja, und das können konkrete Antworten auf deine Fragen sein, die du dir stellst. Denn die stehen sozusagen in dem Buch ja drin. Ja, und dann haben wir noch eine dritte Weisheitskarte, meine Lieben. Und da kam die Karte Innere Wahrheit aus dem Deck. Und das passt natürlich jetzt auch sehr gut zum Lebensbuch und der Hohepriesterin. Denn tief in uns wissen wir letztendlich, was wahr ist und was nicht. Und vielleicht ist es bei dir auch so, wie es jetzt vielen Menschen ging in den letzten Wochen, dass du in irgendeiner Art und Weise an einer Illusion festgehalten hast und die ist wie so eine Seifenblase zerplatzt. Es ging vielen Menschen so.
Denn manchmal wollen wir diese innere Wahrheit auch gar nicht im wahrsten Sinne des Wortes wahr haben. Ja, wir wollen sie nicht wahr haben, weil sie vielleicht schmerzlich ist. Aber solange wir nicht da hinschauen und solange wir uns dann vielleicht Dinge schönreden, solange wir Entschuldigungen für unser oder auch für das Verhalten eines anderen Menschen suchen, entspricht es nicht der inneren Wahrheit. Wieder ein Beispiel, ja, wenn du, sagen wir, so wie es mir damals ging, einen Menschen gerne an deiner Seite hättest, dieser Mensch kann sich aber nicht für dich entscheiden und du sitzt dann mit einer Freundin beim Kaffee trinken und die Freundin sagt zu dir, sag mal, wie lange willst du dem denn jetzt da noch hinterherlaufen? Ja, du siehst doch, der trennt sich nicht von seiner Frau oder du siehst doch, der kommt immer mal, dann ist er kurz da, dann geht er wieder. Ja, wie lange willst du dich denn da noch quälen? Dann ist es oftmals so, dass wir noch Entschuldigungen finden für das Verhalten des anderen, ja, obwohl, und jetzt kommt das Wichtigste, obwohl unsere innere Wahrheit sagt, sie hat recht. Aber wir wollen es nicht wahrhaben. Und die Eule ist hier nicht zufällig auf der Karte. Die Eule ist ein Symbol für die innere Weisheit. Innere Wahrheit ist gleich innere Weisheit, denn in uns, das, was wir wirklich spüren, was wahr ist, das ist eine sehr, sehr weise Botschaft. Nur wir Menschen weigern uns manchmal tatsächlich darauf zu hören, weil wir Dinge gerne anders hätten, weil es uns schwerfällt, das anzunehmen, was ist. Ja, wir gehen dann in den Widerstand, wir reden es uns schön, wir negieren Dinge, wir nehmen andere Personen in Schutz, obwohl wir in uns genau wissen, der andere verhält sich nicht richtig. Ja? Also das fand ich jetzt schon sehr, sehr passend überhaupt. Ja, man muss ja bedenken, diese Decks, ja, haben ja alle so um die 40, 50 Karten, diese Orakel-Decks. Da ist es schon bezeichnend, dass diese drei Karten so, so stimmig zueinander sind. Zur inneren Wahrheit wollte aus dem Tarot das Ass der Kelche fallen. Und ich zeige euch gleich mal die Lenormand-Klärungskarte dazu. Huch, da fällt nämlich so der Stern. Der Stern steht ja für unsere spirituelle Weiterentwicklung, für unsere wichtigen Erkenntnisse, die wir machen. Und das Ass der Kelche, das ist der gefüllte Kelch der Liebe Gottes. Und das ist für mich so ein Symbol immer dafür, dass wir tief in uns ja wissen, dass wir von Gott, von unserem Schöpfer, vom Universum, von der Quelle, wie immer es für dich sich richtig anhört, ja, unendlich geliebt sind. Dass wir immer und jeden Tag aufs Neue aus diesem Kelch der Liebe, der ist randvoll gefüllt, trinken können. Ja? Und damit haben wir auch keine Angst mehr für uns, vor unserer inneren Wahrheit. Denn wenn ich beispielsweise, ich bleibe bei diesem Beispiel, ja, jemanden gerne in meinem Leben hätte, er oder sie ja, möchte aber nicht an meiner Seite sein, dann darf ich mich ja fragen, was das mit mir macht, ja? Und meistens kommen wir dann zu dem Punkt, dass wir merken, es schmälert unser Selbstwertgefühl. Wir fühlen uns dann nicht toll, wir fühlen uns nicht gut genug, wir fühlen uns nicht gewollt, nicht geliebt, vielleicht sogar zurückgewiesen. Und da ist es eben so wichtig, die Wahrheit anzuerkennen, dass wir immer geliebt und gewollt sind von unserem Schöpfer, aus der Quelle allen Seins, ja, und das ist unser Wesenskern und da schließt sich so schön der Kreis, weil das so gut dazu passt, ja, dass sich die Farben des Vollmondes heute zur sprudelnden Quelle allen Seins führen will und dieses Ass der Kelche ist der Inbegriff der sprudelnden Quelle, denn das Ass der Kelche beschreibt diesen Kelch unseres Schöpfers, der niemals leer gehen kann. Der wird immer wieder aufgefüllt. Wir können jeden Tag daraus trinken und der Kelch wird wieder gefüllt. Und das ist einfach so wunderschön. Und dann kannst du auch zu deiner inneren Wahrheit stehen, weil dich nichts mehr ängstigt. Ja? Seitdem ich das wirklich begriffen habe,
dass ich jeden Tag von neuem unendlich geliebt bin, hat sich mein gesamtes Leben verändert, weil meine Selbstzweifel verschwunden sind, meine Ängste verschwunden sind. Ich mir denke, vor was sollte ich denn noch Angst haben, wenn mir diese Liebe sicher ist? Und das wünsche ich dir von Herzen, dass da der Vollmond sein Licht hineinscheint, wenn bei dir vielleicht in dieser Beziehung noch Dunkelheit herrscht. Ja, und es hätte keine passendere Chakrenkarte jetzt hier fallen können als die Stärkung des Herzchakras, die uns da ans Herz gelegt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier heißt es, ich bin in Frieden mit mir und anderen. Und darum geht es. Es geht darum, in der Liebe zu leben. Denn wenn wir in der Liebe leben, wenn wir versuchen, unsere Entscheidungen aus Liebe zu treffen, und zwar vor allem auch aus der Liebe zu uns selbst heraus, wenn wir uns trauen, aus Illusionen auszusteigen, von oben auf unsere Situation zu schauen und zu spüren, was uns gut tut, was nicht, wenn wir lernen, in dem Buch unseres Lebens zu lesen, dann schaffen wir Frieden in unserem Herzen. Also versucht, euer Herzchakra zu stärken, jetzt in dieser Woche, ja, da könnt ihr beispielsweise eine schöne Atemübung machen, dass ihr vielleicht euch vorstellt, ihr atmet eine besondere Farbe von Licht in euer Herz. Also fürs Herzchakra eignet sich die Farbe Grün oder auch die Farbe Rosa. Aber ich öffne mein Herzchakra zum Beispiel am besten mit der Farbe Gold. Ja, und das passt auch so schön zu Erzengel Uriel, der jetzt zum Ende der Woche bei uns ja präsent war. Denn er ist ja der Lichtbringer Gottes und er bringt das goldene Licht auf die Erde. Und wenn ich zum Beispiel ja, mich erschöpft fühle oder wenn ich merke, mein Herz ist so ein bisschen blockiert, dann mache ich einfach nur so eine kurze Atemübung. Ich atme ein und stelle mir dabei vor, ich atme goldenes Licht in mein Herz hinein. Und beim Ausatmen lasse ich alles los, was jetzt nicht zu mir gehört, was nicht da sein muss, ja. Und dann atme ich wieder goldenes Licht in mein Herz. Das öffnet das Herzchakra und bringt dich augenblicklich in einen Zustand größeren Friedens. Ein wunderschönes Reading, wie ich finde, meine Lieben. Das ist so eine tolle Energie. Nutzt diese Energie wirklich, um euch mit eurer inneren Weisheit zu verbinden. Wie gesagt, ich finde die Session dafür sehr hilfreich. In der Meditation kann man das toll machen. Wenn du die Aufzeichnung möchtest, schreibe mir bitte eine WhatsApp oder eine E-Mail. Die Kontaktdaten findest du hier in der Infobox unter diesem Video. Und es lohnt sich wirklich, jetzt im Zuge dieses Vollmondes nochmal mit sich selber ins Gericht zu gehen, ja, und die Frage zu stellen, was belastet mich noch? Was möchte ich denn nicht mehr ins neue Jahr mitnehmen? Wir nähern uns jetzt in großen Schritten, ja, dem neuen Jahr und dem Jahresende. Es wird nächstes Wochenende der erste Advent sein, ja, und dann geht das immer ganz schön schnell, bis wir Weihnachten haben, Neujahr haben. Und da ist es ganz entscheidend, wirklich jetzt nochmal hinzuschauen, was darf denn bis dahin noch gehen. Ich danke euch sehr fürs Zuhören, meine Lieben. Ich wünsche euch einen tollen Vollmondtag. Ich wünsche euch viel Freude bei der Session, wenn ihr sie euch heute anschaut, für diejenigen, die die Aufzeichnung schon erhalten haben. Und natürlich komme ich wieder am Mittwoch zu euch mit einem One-Card-Channeling. Die Vollmondenergie dürfte da auch noch im Kollektiv sein. Die wird sich erst so gegen Ende der Woche ausreinigen. Und dann schauen wir mal, welche Botschaft von oben zu uns kommen wird. Ich freue mich natürlich, wenn du wieder dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Montag, alles Liebe und eine ganz herzliche Umarmung von mir, die Uli. Tschüss!